Die neue A-Klasse mit ausgebauter Türverkleidung. Auch das Türmodul können Sie natürlich ausbauen. Beginnen Sie mit der Abdichtschiene, die Sie einfach herausziehen. Dann entfernen Sie die Gummiabdeckungen an den beiden Öffnungen. Dort sitzen die Befestigungsschrauben der Scheibe. Benötigen Sie noch einmal die Türverkleidung, denn daran sind die Schalter für den Fensterheber. Schließen Sie die Stecker an und fahren Sie die Befestigungsschrauben der Scheibe in die Position, in der sie zugänglich sind. Drehen Sie die beiden Schrauben zwei Umdrehungen, um die Befestigungen der Scheibe zu lösen. Sie müssen sie nicht ganz herausdrehen. Kippen Sie das Kurbelfenster hinten nach oben und ziehen Sie das Glas aus dem Fensterschacht heraus. Danach klemmen Sie die Batterie ab. Entfernen Sie an der Tür die Gummitülle und öffnen Sie die Schraube für den Türgriff. Dann montieren Sie den Schließzylinder am Türgriff ab und trennen die elektrische Steckverbindung. Schließlich entfernen Sie den gesamten Türgriff, inklusive der beiden Dichtungen. Drehen Sie dann noch zwei Schrauben heraus. Die Steckverbindungen am Steuergerät trennen Sie zum Beispiel mit Hilfe eines Plastikkeils. Am Türschloss finden Sie drei Schrauben, die Sie herausdrehen. Das Türmodul wird jetzt nur noch durch Niete gehalten. Bohren Sie die Nietköpfe mit einem 7 mm Bohrer ab. Geschafft! Nehmen Sie das Türmodul einfach ab. Sie benötigen im Anschluss ein Ausdrückwerkzeug. Damit drücken Sie die Nietreste aus den Löchern in der Tür. Da sich durch Ihre Arbeit sicher Metallspäne im Türinnenblech befinden, müssen Sie es aussaugen. Und das ist das Türmodul mit dem Seilzug für den elektrischen Fensterheber und der Schließanlage. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Aber wir werfen noch einen Blick auf das Nietwerkzeug. Das verwenden Sie, um die Niete wieder in die Löcher zu schießen. Beim Einsetzen der Scheibe achten Sie darauf, dass Sie die Scheibe erst auf den Aufnahmen aufliegen lassen und dann in die hintere Fensterlaufdichtung schieben. Befestigen Sie die Scheibe wieder. So haben Sie das Türmodul wieder an seinem Platz.